Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Matillo, die schon unterwegs ist. Ja, ich gucke, was wir uns anschauen. Scheiße, nein! Hast was du ist? Das Essen mitgenommen? Nein. Oh. Ja, weil du gerade so schnell abgehauen bist, wollte ich nur schnell hinterher. Und hab dabei jetzt das Essen vergessen. Oh, jetzt haben wir hier alles zerhackt. Stückelt. Ach, Katze, nicht auf die Tastatur. Nein? Das Glas lasse ich mal da, das brauchen wir ja nicht. Das wäre echt ärgerlich gewesen bei dem leckeren Essen, was wir haben. A new plush, think of us. Ich dachte, man könnte vielleicht die Town Hall sich anschauen. Sieht ganz cool aus. Oh. Was sieht gut aus? Die Town Hall. Das ist ein Einkaufszentrum. Nee, das ist Rathaus? Genau. Hier ist eine Bank, hier gibt es bestimmt ganz viel Geld. Komm mal kurz dahinter. Wir wissen, was für ein Laden dahinter ist. Irgendwas mit Autos, okay. Das könnte entweder Chemie sein. Also ich finde, die Gebäude sind hier schon ein bisschen interessant. Also die Town Hall sieht von innen sehr interessant aus. Ist auch mega gesichert. Ja, ich bin gleich da. Oh, ein Shotgun-Laden gibt es hier auch. Ich sehe schon, das wird hier noch ein mehrtägiges Book. Pop and Pills. Werkzeugladen. Alles, was man braucht. Haben wir das schon mal erklärt? Ich sehe hier erstmal noch keine Zombies. Warte, ich mach dir mal Platz, dann kannst du mir getan. Ich bin einfach durch die Glasscheibe gegangen. Ja, komm, mit den Stahlsachen ist das ja jetzt auch kein. Geh auf jeden Fall nicht durch diese Metalldetektoren. Warum? Ich habe Angst, dass die noch funktionieren und du dann Alarm machst. Was denn hier? Panzerglas, wo nichts drin ist. Also der eine ist auf jeden Fall rot. Das. Oh. Ich habe schon irgendwas gehört. Ich auch. Das ist hier ein Gerichtsgebäude oder so, ne? Scheiße, ich sehe auch schon einen Leuchtezombie. Da ganz hinten links. Ich versuche erstmal den anderen da zu erwischen. Ach, das ist eine Spinne da, ne? Jo, zwei Spinnen. Ich sehe aber nur eine. Von links, rechts von dir. Ah, sag das doch. Ah, Lute. Mann, oh Mann.
Der andere ist jetzt auch wach. Der solche Typ. Und solche kommt. Scheiß auf Munition sparen. Ihr wollt einfach sterben. Ich hoffe, das war der einzige. Mhm. Wo kommst du da aber her? Hä? Den hab ich getötet. Ach, das ist einfacher. Ups, ich habe außer dem Bürostuhl mitgenommen. Hier ist das Geschworenenzimmer. Hier gibt's auch irgendwie einen Keller. Ah! Du hast da was gefunden? Nee, noch nicht, aber es klingt hier irgendwie nicht nett. Also hier geht's in den Keller, aber ich würde erstmal gerne die das Erdgeschoss klären. Mhm. Klingt auf jeden Fall nicht weit. Nee. Geh mal raus und geh außen rum, vielleicht ist die ja draußen. Hm. Ja, die ist draußen. Ach, das ist ein Eiszombie. Ah. Der dieses Geräusch macht. Also hört sich schlimmer an, als es ist. Ah! Ulle! Ach, von hinten gibt's auch einen Keller. Ich hasse es, dass sie an den Stacheln vorbeilaufen. Ja, ich finde es auch so unfair. Lauf, Forrest! Ah, wenigstens noch einen Bolzen habe ich wieder gekriegt. Kommt schon der nächste. Mach ich gleich den Weg. Ja, sicher. Pack deine Mama an, Alter, nicht mich. Oh, das ist ein. Scheiße, ist das ein. Ich hab nichts gemacht.
Nee, der ist zu nah bei mir explodiert. Hm. Kann ich schon wieder laufen? Nee. Ja, bis du da bist, kannst du wieder deine Sachen neben nach Hause fahren. Ah, wahrscheinlich. Zwei Bullen schon, alter Schwede. Ja, das war so einer mit leuchtenden Augen. Oh! Ich hab mir gerade meine Brille richten wollen, dann kommt da so ein Kack-Zombie, ey. Soll mal kacken. Was ist nicht. Wieso ist denn das nicht mein Fahrrad? Wieso kann ich das nicht nehmen? Ach, ich hab meins noch im Dingsbums, glaube ich, ne? Hm, Beton als Spiegel. Was denn hier? Spinne! Ihr könnt mich doch alle mal. Oh, hab ich alle. Hey! Sackgesicht. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen abzukürzen. Oh, in der Küche lag Munition. Schön. 20 Schuss fürs Gewehr. Ist aber ein gefährliches Rathaus, wenn hier sowas rumliegt. Hier steht ein Schild mit Slow. Das klingt doch schon mal gefährlich. Da-di-da-di-da-di-da, Slalom fahren. Noch 400 Meter. Dann bin ich wieder da. Mir ist kalt. Ich hab dir hier immer noch einen Seiteneingang geöffnet. Man muss nicht so doof innen drum rum laufen. Okay. Bitte. Oh, hier gibt's ein Buch über Civil War. Medieval Weapons. The Enforcer. When Zombies Attack. Snake Effects. Aha. Interessante Bücher. So, ich bin wieder da. Das ist schön. Aber ich werde trotzdem reingehen, weil ich weiß ja überhaupt nicht, wo du hingegangen bist. Ach, hier geht's wieder raus. Nee, da will ich nicht hin. Dann gehe ich hoch. Hoch? Ja, kannst ja in den Keller gehen.
Wollen wir uns wirklich auftrennen? Nö. Wir bloß nicht in den Keller. Ah, viele Zombies. Ah, oben bei den Versicherungsvertretern hier. Die wollen hier alle eine Versicherung andrehen. Ich hab doch schon 5. Geht weg. Achtung, hinter dir. Das ist da runtergefallen, der Versicherungsvertreter. Ach nee, sind ja alles hier Beamte. Oder Politiker, whatever. Vielleicht auch Geschworener. Weil, ach ja, wir waren sowas, ja genau. Juristen, alles Juristen. Das war bestimmt gerade Christian Solmecke. Joa. Oh, Schrotflinte, Stufe 5. Oh. Komm mal her. Nee, das ist besser. Rampage 16, ich bin mal gespannt. Naja, hat sich nichts gebessert. Macht genauso viel Schaden wie vorher. Man muss hier echt upgraden. Die andere Seite hast du auch schon durchsucht? Da war nichts. Oh Gott. Oh, warum bewegst du dich mal nach links, nach rechts? Zombies links. Okay. 3, 2, Feuer. Vorsicht, der hat leuchtende Augen. Da hinterm Tisch ist nur einer. Ja, Achtung. Oh, gut, dass ich gerade nicht geschossen habe. Naja, ich komme nicht runter durch. Ah. Da ist noch einer. Hm? Warte, pass auf, ich schieße. Ja, mach mal. Das ist ein schneller. Ah! Ah! Aua! Noch einer, Vorsicht! Alter! Wir müssen echt Kombi-Knüppeln machen. Bei den Schnellen, ja. Wo ist der andere? Weiß nicht, es klingt, als ob der hinter uns wäre. Geh mal schnell gucken hier. Er hätte schon mal die Stahlwand da aufhauen können, die Stahlgitter. Oh, Fahrstuhl? Hm. Hier gibt's Treppe nach oben. Okay. Merken wir uns einfach mal. Ein Messingbüro. Wollen wir mal ein Metting halten? Metting? Hm. Ah, sind wir wieder das hier. War so einer. Oh. Kriegen wir den Ort zerkloppt? Ja. Dann gehe ich mal weiter hoch. Ja, warte, ich komme mit. Geh nicht alleine. Nee, dann sterbe ich nur. Auf dem Dach gibt es bestimmt wieder fiese Vögel. Mhm.
Nee, ist doch noch ein... Spinne! Was hier, ja. Achtung, ich schieße. War ein normaler. Okay. Das ist nicht der einzige. Ah! Oh! Gutes Teamwork. Da hinten liegt noch jemand. Kannst du ihn anschießen? Ja. Blute schon wieder, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab zweimal daneben geschlagen. Brauchst du Verband, hast du? Noch habe ich zwei. Ah, ich verstehe, was hier ist. Oh. Baut denn hier so ein Scheiß? Ein Jagdmesser! Das kriegst du, komm. Oh. Ich hab's erstmal genommen, das kriegst du später. Du wolltest ja immer eins haben. Oh, oh. Wo bist du? Hilfe! Achtung! Hilfe! Achtung! Alter! Vorsicht, der Kodiasko! Geh kacken, Junge! Jagd über die Dächer! Alter! Der hat mich. Arschkrampe. Ah! Aua, Scheiße! Leck mich doch an meinem kleinen, süßen Hintern! Wo bist du? Ist er explodiert? Nein, er frisst mich. Nö, der hat jetzt mich jetzt gesehen. Der spuckt hier lieber alles kaputt. Das heißt, es rennen, rennen, rennen und dann schnell nach Hause fahren. Du warst voll beladen, oder? Ziemlich. Oh. Da kriege ich ja auch nicht alles mit. Nee. Ja, dann warte ich, bis du wieder da bist und dann... Oh, hier oben geht's noch mehr. Naja, da waren die ja alle drin. Ah, die Gebäude sind hier trotzdem interessant. Ja, also die sollten wir uns unbedingt noch weiter anschauen. Also diese Stadt bietet noch ganz, ganz viel... Loot. Loot. Aber dafür auch ganz viel starke Zombies. Und nächstes Mal sollten wir doch hier, glaube ich, ja, unser so richtig kleines, ach, hier unsere Schlafsäcke mitnehmen, meine ich. Ja, ich möchte ungern, ehrlich gesagt, beide Schlafsäcke. Weil sonst ist unsere Basis nicht mehr unsere Basis und wenn wir nach Hause kommen, sind da wieder Zombies drin. Ich
einfach stellst. Ja. Na, also zumindest einen Schlafsack sollten wir dann. Wie gesperrt. Engschwert. Musst du aufkloppen. Schrotflint mit Level 1. Mach ich gleich kaputt. Oh je, nur Müll drin. Das sieht gut aus. Ich bin gleich bei der ersten Brücke. Ja, du bist ja unten wenigstens gestorben. Na, auf dem Dach. Ich muss also aufs Dach klettern. Ach so. Oh. Jagdgewehr Level 2, aber da haben wir auch schon genug von. Aber 64 Schuss fürs Scharfschützengewehr. 30 Pistolenschuss. 10 für meine Schrotflinte. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Also guck ich mal, wo du gestorben bist. Ich deinen Rucksack noch? Ja, mir ist kalt. Also ich bin irgendwie so nach und nach die ganzen Dächer runtergehüpft. Ja, ich versuche das nachzuvollziehen, damit ich Dingo. Ich lag auf jeden Fall noch auf einem Dach. Naja, so. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ich bin nur noch 500 Meter entfernt. Meine Idee ist gerade, mit, dass ich dir schon mal. Ah, ich weiß, Bruder. Dass ich dir. Dass ich schon mal ein bisschen entgegenbaue von oben, so mit Frames, weißt du? Weil dann brauchst du nicht mehr ins Gebäude gehen. Was? Also hast du ein Dach genommen, dass du nicht mehr so hoch musst? Ja, ja. Auf jeden Fall musst du ab hinters Haus. Okay. Ich überlege gerade, wie ich hier mit Frames weiterkomme. Nee, das ist die Wumme. Die brauchen wir nicht. Klatsch, bumm, batsch. So, ich bin jetzt schon im Eisgebiet. Jetzt muss ich nur noch die Berge überwinden. Ah, hier, wunderbar eine Treppe hochgebaut. Also... besser geht's nicht. Das ist toll, ich liebe dich. Weiß. Ah, hier gibt's einen Keller. Ich weiß, dass es da einen Keller gibt, den hat ich vorhin schon entdeckt. Ah, mit Safe. Ich bin schon in der Stadt. Ja, ich hole schon mal meinen. Ah, hier steht auch Police dran, ne? Das ist Rathaus mit Gerichtsgebäude, Gerichtsgebäude, Polizei und... Oh, du meintest ja, ich muss auf die Rückseite. Genau. Wo ist mein Moped? Da bist du ja. Hallo. Hi. Das hier ist meins. Das will ich auch nicht, ich will meins. Weil ich will mir ganz kurz den Keller angucken. Ich glaube, wir brauchen eh nur eine Stunde bis nach Hause. Ja, ja. Wenn da irgendwelche übelsten Leuchtmaserfacker sind, dann hau ich da ab. Und warte, hier. Deine Belohnung. Fürs Sterben. Will ich was zu essen? Ich im Auto. Moped meine ich. Willst du Blaubeerkuchen? Gib mir eher was Kräftigeres. Aber der Blaubeerkuchen nimmt, ja, ich nehme Platz weg.
Hast du das Messer eigentlich aufgehoben, was da liegt? Oh, da. Nein. Ah, danke. Wo ist jetzt mein Essen? Blaubeer. Warmer Wildbrett-Eintopf. Guten Hunger. Nom 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 nom. Aber Hunde sind nicht mehr so schlimm, finde ich. Das klang nach Wölfchen. Das, wenn irgendwas im Weg ist. Ah, Bulle, ich bin weg. Hau ab. Mach Tür zu. Keine Lust mehr. Ah, Rückzug, Rückzug, lauf. Ich glaube, ich habe mir einen Stuhl eingesammelt und zerbrochenes Glas. Und dahinter war Glas. Oh, Köter von hinten. Das ist sogar ein Wolf. Kannst du auseinandernehmen. Ja, dann kann ich gleich mein wunderschönes neues Jagdmesser benutzen. Habe ich genau den Spiegel hier kaputt geschossen? Da ist noch einer. Ja, wer weiß, der hängt irgendwo. Ja, ich kümmere mich mal um den, das irritiert mich sonst die ganze Zeit. Ja, nur zum Safe. Oh, der greift einen. Der hat einen Zombie. Ah. Das sind zwei. Das war auch schön. Schön, wenn wir gegen das Mikro gekommen. Das war nicht mit Absicht. Das schon. Nur damit ihr wisst, was der Unterschied ist. Ah, scheiße. Ah, oh nein, bitte nicht. Nein. Oh nein. Böse Wölfchen. Nein, nein, nein. Böse Wölfchen. Oh, nimm doch endlich mal deine Scheiß. Es doch hingekriegt. Es reicht mir, es reicht mir. Ich fahre jetzt nach Hause. Ja, fahr nach Hause. Ich schlachte dir jetzt noch und fahr nach Hause. Ich gucke nur noch den Safe und dann bin ich auch weg. Dann müssen wir den Keller das nächste Mal weitermachen. Ja. Ich habe so die Befürchtung, dass das hier auch sich lohnen könnte. Weil hier sind noch viele Türen, die verschlossen sind. Police stand dran, das kann nur gut sein. Sortiere ich jetzt erstmal ein bisschen, was ich hier habe. Ich nehme schon mal ein bisschen mehr. Du bist durstig, dann trink doch was. So, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich habe die Schnauze voll, ich bin so häufig gestorben. Ja, ist okay. Auf jeden Fall, die Stadt werden wir uns noch intensiver betrachten. Das wird sich noch ein bisschen lohnen. Die ist noch nicht vorbei. Nur morgen, gute Nacht wieder. Da muss man noch ein bisschen was bauen, damit wir die auch gut überleben. Ah, hier sind einzelne Verhörräume. Da sind bestimmt viele Verdächtige drin. Eines ist kopflos, den mache ich mal die Tür zu. Oh, ja, 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 hast recht. Ich mach mal Tür zu. Genau, komm mal nach Hause. Hast du noch eine knappe Stunde? Ja, 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 ja. Ich bin jetzt weg. Also, ich habe ein Safe geöffnet. Man könnte sich das nächstes Mal hier nochmal anschauen und mache hier mal die Türen zu. Können sie zerkloppen, wenn sie Langeweile haben.
Ne? Schönen guten Tag und haut rein, so, ne? Aha! Ihr kriegt die Biker-Gang nicht. Ihr bringt uns nicht hinter Gittern. Ja, gehen wir freiwillig rein. Und dann schließen wir uns ein und dann kommt ihr nicht an uns ran. Ja, genau. Links da müssen wir hin. Ja. Kaum Sprit verbraucht hier. 17 Sprit nur. Also ich bin dafür nächstes Mal, dass du auf jeden Fall deinen Schlafsack mitnimmst. Ja, pass auf, dann hast du nämlich deinen... Und du stirbst. Richtig, dann bin ich der stirbt. Wahrscheinlich. Aber ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Ja, kannst du ja machen. 17 Minuten habe ich noch diese Nahtoderfahrung. Ja, mir stimmt auch irgendwas. Ich habe irgend so einen orangen Kopf bei mir. Ja, das geht's nicht so. Ja. Dann schlucke ich mal gleich Vitamine, die ich gefunden habe. Dann sollte es mir wieder besser gehen. Keine Ahnung, ob das hilft, aber ich behaupte jetzt einfach mal ja. Erstmal stelle ich mein kleines Motorrad wieder auf. Zack. Ups, abgestiegen. Steig wieder auf. Oh oh. Scheiße. Was ist denn oh oh? Ja, da ist eine Tussi direkt vor der Garage. Und es ist gleich spät. Oh, es ist spät. Deswegen gehe ich jetzt aufs Dach und schieße die vom Dach aus. Habe ich mich ein bisschen verschätzt mit der 1 Stunde. Na, ich bin quasi gleich zu Hause. So. Garagenweg ist wieder clear. Soll ich hier noch auf dich warten? Oder soll ich schon mal reingehen? Ah, kannst reingehen. Hoffe ich mal, dass nichts im Weg ist. Oh, da ist natürlich gleich ein Typ. Genau da, wo ich lang muss. Ich bin langsam, weil ich bin voll beladen. Oh, scheiße. Oh, jetzt pilot ich schon wieder. Oh. Nee. Ich wollte schon sagen, ey. Nicht sterben, bitte. Ich tue mein Bestes. Das ist gut. Ich geh jetzt auch rein. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Und da sind schon die Nächsten. Auf meiner Seite nicht. Ah, die wissen, dass wir verwundbar sind. Wir sterben. Hey, ihr fehlt ein Frame. Danke. Ja, wusste ich, ob die hinter mir herhüpfen? So, haben wir es doch geschafft. Du bist ja auch rothaarig. Ja. Da guckt sowas Rotes raus zwischen Helm und Halstuch. Ja, ich bin rothaarig. Oh, ich kann es vergessen. Oh. Nach dem Tag, Ärmer, bin ich auch müde. Freue ich mich aufs Bettchen. Ich gehe gleich hoch und lege mich mit Klamotten ins Bettchen. Ich muss schlafen. Ach, scheiß auf die Schlafsäcke hier. Dieses Doppelbett gehört mir. Oh. Gute Nacht, Heinrich.
Wenn auch ihr müde seid, dann liked das Video, gibt einen Kommentar ab. Wir würden uns sehr freuen. Über positive Kommentare freuen wir uns immer. Ja, wir sind heute wieder viel gestorben, vor allem ich. Genau. Und allein dafür hast du dir ein Abo verdient, Schatz. Oh. Also fleißig abonnieren. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.